Hallo, 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 hier ist wieder Shoki Banoki New Television mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Ich bin der Sashi und das ist der Mark. Atme doch mal aus. Ich wollte... Was denn? Naja. Körperspannung. Ja, ich bin so ein bisschen... Pummelig? Ja. Ja, Mist. Ja. Muss mal gucken. Ja, muss mal gucken, ob du mal so ein bisschen weniger frisst. Ja. Heute ist der 13. August und am 13. August... Oh. Ja. Und am 13. hat hier vor der Sendung hat er nochmal richtig schön Cordon Bleu und hin und Cordon her. Cordon Bleu. Ja, ja. Am 13. August hat Geburtstag Moritz Bleibtreu. Der Moritz. Moritz Bleibtreu, einer meiner persönlichen... Lieblingsschauspieler, ist mir das erste Mal aufgefallen in Knockin' on Heaven's Door damals. Ja. Ja. Oh, fand ich super geil, hat er irgendwie diesen, gibst du Banane? Gibst du Banane, Alter? Siehst du Auto? Eins, zwei Sitze. Waren drei Leute, da siehst du Auto. Eins, zwei Sitze. War auch ein cooler Film sowieso, ne? Mit Til Schweiger. Mit Til Schweiger. Damals war der Til Schweiger noch cool. Heute finde ich ihn nicht mehr so cool irgendwie. Ja, egal. Experiment, da hat er auch mitgespielt. Ja, das Experiment super. Und Lola rennt. Also saugeile Filme. Ja, genau. Also, dann hat er noch irgendwie in München gespielt und das war der Meinhof-Komplex und so ein Käse. Richtig, und allem das ist auch so ein Schauspieler, der einem nicht auf den Sack geht irgendwie. Ne? Wenn du jetzt mal so andere Schauspieler, so Deutsche siehst, ne, da siehst du mal so zwei, drei Filme und denkst du, oh nee, nicht schon wieder. Wie jetzt mit Schweighöfer zum Beispiel. Ja. Was? Egal, mach weiter. Ja, ich finde auf jeden Fall gut. Es gibt noch einen anderen Film, Free Rainer. Kennst du den? Free Rainer? Free Rainer heißt er. Heißt er Free Willy heißt er. Nee, nicht Free Willy, das ist der mit dem Wal. Ja. Free Rainer heißt er, glaube ich. Und der ist empfehlenswert. Richtig, richtig guter Film, müsst ihr gucken. Da geht es um die ganze Fernsehlandschaft. Schaut euch den mal an. Free Rainer. Free Rainer, richtig. Free Rainer, ja. Genau. So, und was haben wir am 13. August aber noch? Ja, wir haben natürlich auch immer mal so ein paar unerfreuliche Themen dabei. Am 13. August 1961 riegelten DDR-Grenzpolizisten den Ostsektor von Berlin ab. Und das war gleichzeitig auch der Beginn des Mauerbaus. Ja, das war 1961. Also der wurde damit eingeläutet. Am 13. August. Am 13. August, ja. Und am 13. August ist auch internationaler Tag, Aktionstag der Linkshänder. Oh. Kennst du Linkshänder? Nein, also nicht bewusst. Ich kenne wirklich bewusst keinen Linkshänder. Ja. Du? Ja. Bist du einer? Nee, echt jetzt? Linkshänder. Ey, ich gratuliere dir, Alter. Logisch, danke. Hallo. Ja, mit der rechten Hand kann man ja gratulieren. Ja, Linkshänder. Ich bin Linkshänder. Ja. Ich bin Einzelkind. Ich bin Christkind. Und wenn ich jetzt noch schwul wäre, wäre ich der kreativste Mensch der ganzen Welt. Ja, vor allem bist du statistisch gesehen einer der unberechenbarsten Menschen überhaupt. Also das ist ja Wahnsinn. Das ist ja echt unberechenbar. Wahnsinn. Wieso? Unberechenbar? Naja, du fällst in keine Statistik, so meine ich das. Also du fällst ja aus allen... Diese Raster. Aus allen Rastern fällst du raus. Christkind, also, Einzelkind, Linkshänder, aber leider nicht schwul. Hast du schon mal... Ja, das ist... Ich habe schwul wäre. Das ärgert mich so ein bisschen. Das ärgert dich, dass du nicht schwul bist? Ja, weil dann wäre ich total... Dann wär ich okay, wirklich. Also wenn ihr gay seid, dann schreibt doch mal in den Kommentare, wie der Sascha euch so gefällt. Vielleicht ändert er sich ja noch mal ein bisschen. Hat er mal Interesse und dann... Ja. Könnt ihr mal Kontakt aufnehmen, ne? 13. August, was ist noch da am 13. August? 13. August, was ist noch passiert? Themawechsel hier. Es gab mal wieder einen tollen Kinostart in Deutschland am 13.08.1987. 87? James Bond 007, der Hauch des Todes. James Bond, auf den Film habe ich lange gewartet und war dann, als ich ihn gesehen habe, doch ein bisschen enttäuscht. Natürlich, aber das lag wahrscheinlich am Hauptdarsteller Timothy Dalton, ja? Nicht alles vollspucken jetzt hier. Timothy Dalton. Ja. Also der hat zweimal James Bond gespielt. Einmal hier Hauch des Todes und dann zweimal zu viel. Lizenz zum Töten. War keine gute Wahl. Nee. Aber war trotzdem damals ein kleiner Film. Also von den Einspielergebnissen. Ja klar, James Bond ist ja schon mal... Also ist ja, James Bond ist James Bond. Da, ist ja da kannst du James Bond spielen und dann sagen, und dann gehen alle Leute und gucken. Da gehen auch und alle sagen, Leute ins Kino. Ne? Oh, wir sind plötzlich Mark Hagenbeck-Fan, weil er James Bond spielt. Ding, 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 ding. Okay. Ja. Das war der 13. August mit Mark Hagenbeck, mit Mark 007 Hagenbeck und mit mir. Und morgen sehen wir uns wieder am 14. August. Cheerio, Miss Sophie. Tschüssi.